Mein Thema, chinesische Medizin für die westliche Welt, das ist ja auch der Titel von dem Büchlein, was ich vor Jahren mal geschrieben habe. Und das ist ein riesengroßes Thema. Ich fürchte, wir kommen heute Abend nicht durch. Aber Sie schlafen ja alle hier. Ich fange einfach ganz vorne an. Ob die Menschen der Antike, die Mittelmeeranrainer, schon von der chinesischen Heilkunst was mitgekriegt haben, weiß ich nicht. Immerhin gab es die Seidenstraße und es gab schon relativ lebhafte Kontakte und Handelsaustausch zwischen alten Rom zum Beispiel und China. Die ersten Kenntnisse, die Europäer gewonnen haben von den chinesischen Heilkünsten, sind eigentlich die Kenntnisse der jesuitischen Missionare, die im 17. Jahrhundert nach China kamen, dort auch aufgestiegen sind. Die wurden da richtige Würdenträger, Chef des Astronomieamtes zum Beispiel. Adam Bell zu Schall aus Köln hat das, diese Position erreicht. Und andere, und von denen kamen Nachrichten über diese merkwürdige Heilmethode des Nadelstechens. Und das führte so weit, dass in Paris um 1700 das Nadelstechen eine Mode war. Kann man sich gar nicht vorstellen. Damals, jeder Pariser, der ein bisschen was auf sich hielt, hat sich mal nadeln lassen. Das war das eine. Dann gab es den japanischen Weg. Das war ein Landsmann von mir, der war als Arzt der holländischen Ostindien-Kompanie in Japan. Damals durften nur die Holländer nach Japan, weil die Japaner hatten nämlich gesehen, auf welche Weise die Spanier auf den Philippinen das Christentum verbreitet haben, und da haben sie Grenzen dicht gemacht. Sie können sich vorstellen, wie das vorgegangen ist. Die Holländer durften, die waren nur am Handel interessiert, und dann war der Arzt eben da und hat einen sehr schönen Bericht geliefert über die Akupunktur in Japan. So, dann war aber Schluss damit. In den folgenden Jahrhunderten haben sich die Europäer, da kam die Zeit des Imperialismus, nur noch für Silber und Tee und Seide interessiert und haben aus China eine Art Halbkolonie gemacht. Und dann gab es den Umschwung, irgendwann im 20. Jahrhundert hat man gemerkt, China hat nicht nur Silber und Seide zu bieten, sondern auch eine sehr, sehr reiche philosophische und medizinische Tradition. Und dann wurden entsprechende Berichte in Europa bekannt, teils direkt von China, teils den Weg über Indochina, das heutige Vietnam. Und die ersten deutschen Akupunkteure nach dem Krieg hatten es gelernt von chinesischen, von französischen Ärzten, die in Indochina gewesen waren. Das war eine französische Kolonie. Dann gab es noch die japanische Tradition bei uns, und dann irgendwann ging es paukenschlagartig los. Im Jahr 1972 besuchte Präsident Nixon Mao Zedong und hatte einen ganzen Tross von Journalisten und Filmteams mit dabei bei der Reise und natürlich Henry Kissinger. Und diese Filmteams filmten, wie die Chinesen akupunktierten und vor allem wie die Chinesen operierten mit Akupunkturanalgesie, also ohne normale Narkose, haben die gefilmt, wie die Menschen dann mit geöffnetem Kopf, geöffnetem Brustraum, bei vollem Bewusstsein und Mao-Sprüche zitierend sich haben operieren lassen. Und das hat Europa fasziniert. Und da ging es eigentlich los mit dem Akupunkturboom, möchte ich beinahe sagen. Es kamen dann viele Lehrer von China. Es gingen von uns auch einige Ärzte nach China, um da zu lernen damals. Die ersten waren Österreicher, wohnen ja auch ein bisschen näher an China als wir. Und meine Lehrerin damals, die Frau Dr. Wanchura, die war ein Jahr in China, 69, also sogar noch vor Nixon, und hat da die Original-Akupunktur
der Volksrepublik gelernt. Denn die Chinesen selber waren auch nicht faul, die haben in den 50er Jahren schon Universitäten für TCM gegründet, 25 Stück. Und da konnte man das lernen, Akupunktur und die vielen anderen Methoden. Durch diese Berichte von den Operationen unter Akupunkturanalgesie hat sich hier im Westen die Meinung verfestigt, Akupunktur sei eine Methode, um Schmerzen zu bekämpfen. Das ist ja nur halb richtig. Man kann mit Akupunktur ganz andere Dinge tun. Und will ich Ihnen mal zwei Beispiele sagen, an denen man erkennen kann, dass es schon eine ziemlich tiefsinnige Therapiemethode ist. Man muss ja nicht viel wissen, um zu akupunktieren. Man muss die Meridiane kennen, diese Energieleitbahn. Da hätten wir das Männchen eigentlich herstellen können. Und man muss mit einer Nadel umgehen können und ganz bisschen wissen, gar nicht viel. Ich erzähle mir Ihnen mal ein Beispiel von einer Asthma-Behandlung. Habe ich tausendmal gemacht in meiner Praxis früher. Also, Patient kommt mit Asthmaanfall, kriegt keine Luft. Und dann sticht man einen Punkt, der einfach, wie die Chinesen sagen, über den Lungenmeridian, der liegt hier am Handgelenk, der macht hier offen. Öffnet den mittleren Bereich. Und dann hat er die erste Erleichterung. Und dann sticht man den zweiten Punkt, der ist unterhalb vom Knie. Und da heißt es, er senkt die Erregung ab, wandelt Schleim um und hilft, Schleim loszuwerden. Und das Tolle ist, wenn man den Punkt sticht, dann fängt der Patient plötzlich an zu schleimen. Das hat jetzt mit Schmerzbekämpfung gar nichts mehr zu tun. Das ist eine sehr differenzierte Einflussnahme, über die man den Asthmaanfall lindern kann oder beheben kann. Wenn man ein bisschen versteht von den Punkten, eine wunderbare Methode. Und die hat sich auch entsprechend durchgesetzt, dann in Europa und in den USA. Und dann kamen im Laufe der Jahre immer mehr Methoden dazu. Man hat gelernt, chinesische Medizin ist viel mehr als Akupunktur. Und dann kamen zuerst die Körperkünste kamen zuerst, also Qigong und Tai Chi Chuan. Das sind diese Bewegungsübungen, die Sie alle kennen, die Sie alle täglich machen, morgens um 7:30. Es ist übrigens gesagt worden, das wäre zu früh. Stimmt das? Nicht. Okay. Also, Qigong soll das Qi zum Fließen bringen. Und das ist eine Aktion, das ist ziemlich genau das Gegenteil vom Leistungssport. Beim Leistungssport möchte man ja möglichst intensiv und effektiv die Muskulatur und die Gelenke und den ganzen Bewegungsapparat und natürlich Herz und Lunge üben, trainieren, zur Leistung stimulieren. Das Qigong will eigentlich eine Harmonie herstellen zwischen dem motorischen Teil des Organismus und dem vegetativen. Es soll also die Motorik nicht der Organsteuerung davonlaufen, sondern die sollen aufeinander abgestimmt sein. Und darum müssen die Bewegungen so langsam sein. Und darum merkt man, wenn man regelmäßig übt, auch irgendwann mal, dass der Magen anfängt zu gluckern, dass der Speichel fließt, dass die Hände warm werden und schwitzen. Ja, das Vegetativum wird eingestimmt. Und dadurch wird eine Harmonisierung erreicht, die durch Sport alleine nicht zu erreichen ist. Sport macht was anderes, das trainiert halt die Leistungsfähigkeit und die Beweglichkeit ein bisschen. Das ist also, sind die Bewegungskünste und da gibt es eine ganze Menge. Allein im Qigong gibt es Dutzende von Übungsformen. Wir in der Klinik hier üben die Brokateübung und vielleicht auch noch die Übung der Tiere, wenn ich mich nicht irre. Und das reicht auch schon. Und wenn man das jeden Tag übt, dann fördert das die Gesundheit. Ich selber habe ja seit Ende der 70er Tai Chi-Unterricht gehabt und unser Lehrer war ein Chinese, der folgende Geschichte erzählt hat. Er hat das als junger Mann gelernt, dann hat er es vergessen. Und dann ist er schwer krank geworden, musste im Bett liegen und dann hat er im Bett geübt weiter,
hat die ganze Übungssequenz im Bett gemacht. Und das hat ihm so geholfen, dass er dann Qigong-Lehrer wurde. Oder Tai-Chi-Lehrer, beides. Das Dritte, was dazu kam zur Akupunktur, das waren die manuellen Methoden, also Shiatsu oder Tuina. Damit erreicht man im Prinzip ähnliche Dinge wie mit den Nadeln, aber man hat noch Möglichkeiten eben der Chirotherapie dabei und überhaupt der Massage und der Körperarbeit ohne Nadeln. Und viele Patienten haben das lieber als das Nadeln. Wobei Kinder manchmal richtig wild sind auf Nadelung. Ist auch interessant. So, das sind die drei wichtigsten äußeren Verfahren. Und was dann noch dazu kommt, zu den sogenannten fünf Säulen der chinesischen Therapie, sind die inneren. Und das erste ist die Diätetik. Die Diätetik arbeitet so, dass die Nahrungsmittel, die normalen Alltagsnahrungsmittel, werden klassifiziert von klugen Leuten über die Jahrhunderte nach ihren medizinischen Wirkungen, nach den Heilwirkungen. Ob der Kohl kühlt und ob das Schafsfleisch wärmt und ob sie, was sie mit dem Wasserhaushalt machen und, ist genau beschrieben in dicken Büchern, in Handbüchern, von denen einige auch übersetzt sind, und es gibt inzwischen einige Diätratgeber bei uns, die orientieren sich daran, an diesen chinesischen Angaben zur medizinischen Wirkung der Gemüse und der anderen Lebensmittel. Und der Gedanke ist immer der, man stellt eine Diagnose und schickt den Patienten dann nicht in die Apotheke, sondern zum Gemüsehändler mit einer Rezeptur. Und es gibt auch Restaurants in China, wo ein Arzt eine Diagnose stellt und dann zusammen mit dem Koch ein bestimmtes Menü zusammenstellt, was dann auch gesundheitlich passend ist. Das ist die chinesische Diätetik. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, das ist die chinesische Arzneitherapie. Aber bevor man sich damit beschäftigt, muss man einen ganz, ganz weiten Umweg gehen. Und das haben damals die europäischen Adepten der TCM auch dann sehr mit sehr viel Mühe aufgenommen oder auf sich genommen. Man muss nämlich die chinesische Philosophie des menschlichen Körpers und des Universums wenigstens in Grundzügen verstanden haben. Und dazu gehört zum Beispiel Yin und Yang, die fünf Wandlungsphasen, die Witterungsagenzien, kalt, warm, Wind, Trockenheit, Hitze, die Emotionen. Man muss die einordnen können im Rahmen der diagnostischen und therapeutischen Systeme. Yin und Yang, das ist eigentlich das Wichtigste. Ein weiser Altarzt braucht überhaupt gar keine anderen Begriffe als Yin und Yang, da ist nämlich alles drin. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel für Yin und Yang. Bei uns hat gerade so eine Blumenzwiebel, eine Hyazinthe, wunderschön geblüht. Und wenn man sich die genau anguckt, dann hat man da in dieser Pflanze Yin und Yang. Und zwar, Yang ist ja das Aktive, das Bewegende, Yin ist das Ruhende, das Speichernde, und das eine erzeugt das andere. Das Ruhende ist die Substanz, aus der das Aktive sich entwickelt und wächst. Und das Aktive ist das, was den Kontakt mit der oberen Außenwelt hat und was dann sozusagen die Ernährung des Yin zur Aufgabe hat. Und die bremsen und die fördern sich gegenseitig und die bremsen sich gegenseitig. Das ist immer schwer zu verstehen. Aber wer sich mit systemischer Ehetherapie beschäftigt hat, der begreift, genauso ist es in Wirklichkeit. So, jetzt kann Folgendes passieren. Die Blumenzwiebel, die wird schlecht gepflegt und trocknet ein, bevor der Spross rausgekommen ist. Und dann könnte man ja denken, ja, dann verkümmert der Spross, dann gibt es keine Blüte. Das Gegenteil ist der Fall, es gibt eine Notblüte. Weil das Yin nicht nur das Yang hervorbringt,
So ein starkes Yin verhindert auch, dass das Yang unmäßig früh zur Unzeit kommt, übertrieben aktiv ist und ohne Kraft gleichzeitig. Und das ist passiert bei uns. Es kam eine Blüte ganz früh raus, die war aber kümmerlich und war dann auch nicht imstande, die Zwiebel wiederum zu ernähren. Denn die Blüte, die verausgabt sich ja erst im Blühen. Und jeder, der solche Pflanzen im Haus hat, weiß das. Und dann verblüht die Blüte und dann bleibt das Grün. Und das Grün ist dann der nährende Teil des Yang. Und der sorgt dafür, dass wieder eine neue Zwiebel entsteht. Oder die Zwiebel neu gefüttert wird, je nachdem. Ja, so kompliziert sind die Verhältnisse und damit arbeiten wir in der Medizin. Es geht immer um Yin und Yang. Und alle Krankheiten spielen zwischen diesen Polen. Und das muss man begreifen an vielen Beispielen und da findet man in der chinesischen Literatur natürlich wahnsinnig viel. Und dazu braucht man auch die Literatur, denn der Aufschwung der chinesischen Medizin bei uns im Westen, der wurde natürlich im Wesentlichen in die Wege geleitet von den großen Interpreten, den Sinologen. Und da ist bei uns, das ist auch mein Lehrer gewesen, der Professor Porkert aus München, der hat schon in den 70er Jahren die entscheidenden Klassiker der chinesischen Medizin übersetzt und nicht nur übersetzt, sondern gedeutet und für uns verständlich gemacht. Das ist ja das Entscheidende dabei, dass man diesen äußerst fremdartigen Gedankengänge, dass man zeigt, das hat mit der Realität zu tun, mit unserer Realität. Das ist eine Art, den Menschen zu beschreiben, die eben nicht auf Maß und Zahl beruht, sondern auf einfach verschiedenen Vitalphänomenen, würde ich sagen. Heiß und kalt, ganz wichtig. Alle Krankheiten bei den Chinesen werden unter anderem in der Warm- und Kaltskala eingeordnet. Es gibt tausend Sorten von Wärme und Kälte, die auf unterschiedliche Weise entstehen. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Also, Interpreten brauchen wir, Lehrer, Schüler. Ich frage mich immer, warum haben sich denn damals so viele, also damals heißt, dann habe ich angefangen, 75 etwa, in diesen Jahren so relativ viele junge Leute für die chinesische Medizin interessiert. Heute sieht das schon ein bisschen anders aus, komischerweise. Warum waren das so viele? Ich muss Ihnen was gestehen. Die Hälfte von denen waren Maoisten. Die sind aus der politischen Bewegung, die hatten natürlich gar keine Ahnung von der Realität von Mao Zedong. Das ist ja eine hochproblematische Gestalt. Immerhin aber der Befreier und Gründer des neuen China, muss man auch sagen. Und vielleicht müssen solche Menschen immer Millionen Tote hinter sich lassen, ich weiß es nicht. Jedenfalls über das politische Interesse an China wuchs dann auch das Interesse an der chinesischen Medizin. Und dann gab es die berühmten Barfußärzte, da hat man gelernt, man kann auch ohne ein Stethoskop über dem Nacken Arzt spielen und als einfacher Bauer sozusagen von Haus zu Haus gehen und da die Leute kurieren mit einfachsten Methoden. Barfuß, wie gesagt. Das ist einer der Hintergründe, warum so viele Leute damals chinesische Medizin gemacht haben und natürlich Interesse an der Alternative zur Schulmedizin. Und die hat nicht gereicht. Und wenn man sich genau anschaut, wie die Schulmedizin hilft, dann kann man sagen, bei Akutkrankheiten grandios, bei chronischen Krankheiten wird es schon kritisch. Und das Therapieprinzip, jetzt gleich Symptome lindern, auf Kosten des Patienten, der langfristigen Wohlergehens des Patienten, das ist ja das Grundprinzip. Hilft gleich, aber macht nicht gesund. Und mit dem Prinzip waren eben viele nicht zufrieden und haben dann nach Alternativen gesucht. Und die chinesische Medizin ist sicher eine der besten Alternativen, die es gibt. So, jetzt mache ich einen Sprung. Es kommt nämlich, gebe ich noch mal einen kurzen Überblick über die theoretischen Grundbestandteile der chinesischen Medizinphilosophie. Yin und Yang habe ich genannt, spielt überall die Hauptrolle. Dann die fünf Wandlungsphasen. Wir haben jetzt leider keine Bilder da, dann muss man drüber versuchen, das mit Wort
deutlich zu machen, was gemeint ist. Also Wandlungsphasen, ich zähle sie nochmal auf, sind Wasser, Holz, Hitze, Erde, Metall. Und zu diesen Wandlungsphasen gehört je ein Organ, zum Wasser die Niere, zum Holz die Leber, zur Hitze das Herz, zur Erde die Milz und zum Metall die Lunge. Und das ist die chinesische Anatomie. Aber die Organe haben mit unseren Organen nur sehr punktuell zu tun. Die Leber bei uns ist ja eine Verdauungsdrüse und eine große chemische Fabrik. Reinigungsanlage, Syntheseanlage, ja? Die Leber im rechten Oberbauch. Die chinesische Leber ist der Inbegriff der Impulsivität und der Impulssteuerung. Und wenn die Leber krank ist, dann ist der Mensch entweder übersteuert und verkrampft oder es fehlt ihm die Impulsivität. Das ist der Unterschied zwischen einem Füllezustand und einem Leerezustand. Die Niere ist auch nur zum Teil ein wasserbereitendes Organ. Die Niere ist der Inbegriff der vitalen Reserven, der Alten, das, was man mitgebracht hat von den Eltern, was im Laufe des Lebens verbraucht wird. Das Herz ist auch nicht die Pumpe, sondern das Herz ist der Inbegriff des von Gefühlverstand, beides. Gefühl und Verstand, das steckt im Herzen sozusagen. Die Einheit der Person wird symbolisiert durchs Herz. Und herzkrank heißt eigentlich, wir würden sagen, geisteskrank oder gemütskrank vielleicht. Milz ist ein Verdauungsorgan, ganz wichtig, wird auch die Mitte genannt. Bei uns ist die Milz ja ein Organ, das man auch ohne große Vitalitätsminderung rausnehmen kann. Muss man manchmal rausnehmen bei manchen Krankheiten. Bei den Chinesen steht Milz zusammen mit dem Magen für Verdauungsfunktion schlechthin. Lunge ist die Lunge, da passt es ganz gut. Lunge ist das Rhythmusorgan, das Kommunikationsorgan bei den Chinesen. Und was haben wir vergessen? Ich glaube, das haben wir sie alle. Das ist die chinesische Anatomie. Die Chinesen haben nicht seziert. Die haben keine Leichen geöffnet. Was sie von der Anatomie wussten, wussten sie vom Metzger. Im Wesentlichen. Ja, bei uns ist ja die Leichenöffnung, steht ja jetzt in Europa, am Anfang sozusagen der wissenschaftlichen Medizin. Da gibt es ja die vielen Anatomiebücher damals aus der Renaissancezeit. Und später der Morgandi, 1776, hat eigentlich das Begründungsbuch der Schulmedizin geschrieben. So älter ist unsere Medizin nicht, muss man auch nochmal dazu sagen. 250 Jahre oder so. Und die chinesische Medizin ist 3000 Jahre alt. So, das sind die Organe und dann gibt es die Kräfte, die wirkenden Faktoren, da die Yin und Yang überbegriffen, da gibt es heiß und kalt, trocken und feucht, da gibt es die echten Witterungsagenten, Wind, Trockenheit und so weiter. Und die zusammen induzieren die Krankheiten und geben auch die Beschreibung für die Krankheiten. Also wenn man zum Beispiel sagt, jemand hat einen inneren Wind, dann muss man das dynamisch deuten. Das heißt jetzt nicht, dass er Blähungen hat, sondern das heißt, dass er eine dynamische Kraft in sich hat, die ihn zerreißt, den Schlaganfall machen kann oder einen Tobsuchtsanfall, einen Wutanfall. Das ist der innere Wind. Eine Kraft, die nicht mehr integriert ist und die darum gefährlich ist und für die man sich, um die man sich sehr kümmern muss in der Therapie, damit nicht irgendein Unglück passiert. Das ist der innere Wind. Dann gibt es die innere Hitze, die entsteht durch Blockade, auch durch eine Kälteblockade. Schönes Beispiel, Polyneuropathie, das sind Menschen, die haben, meistens Frauen, die haben ein halbes Leben lang kalte Füße und die schlagen auf einmal um und werden heiß. Burning Feet.
Das ist chinesisch gesprochen eine Krankheit, die durch Kälte bedingt ist. Und obwohl es jetzt ein Fußbrennen ist als Symptom, werden wir behandelt mit warmen Rezepturen. So, jetzt sind wir schon bei den Rezepturen. Die Diätetik haben wir schon heimlich verlassen und ich bin jetzt bei der wichtigsten Methode. Chinesische Arzneitherapie wurde viel später bekannt als die manuellen Methoden, Akupunktur und so weiter und die übenden Verfahren. Und ist immer noch nicht sehr bekannt, weil es ganz schwer ist, das zu lernen. Man kann chinesische Arzneitherapie nur praktizieren, wenn man eine gründliche Ausbildung hat, sonst macht man vielleicht was falsch, richtet Schäden an. Das ist ja auch das Bedauerliche, warum dann Patienten, wenn sie anrufen, ich habe gelesen, beim Ekzem hilft die und die Pflanze, können sie uns die nicht besorgen? Da müssen wir sagen, nein, das geht nicht. Man kann chinesische Arzneitherapie nur praktizieren, wenn man die chinesische Diagnostik beherrscht. Ich sage Ihnen mal ein einfaches Beispiel. Der Ginseng ist aber eine tolle Sache. Ginseng ist eine Pflanze, das heißt, Deng Xiaoping hat nur so lange gelebt, weil er täglich Ginseng gekriegt hat. Deng Xiaoping kennen Sie sozusagen, der wichtigste Nachfolger von Mao Zedong. Ich weiß nicht, wie viele Jahre er China beherrscht hat. Die Ein-Kind-Familie hat er erfunden. Die Ein-Kind-Familie war notwendig, weil China in eine rasante Überbevölkerung reingeraten ist durch die Kulturrevolution. In der Kulturrevolution wurden die sexuellen Schranken aufgehoben und da haben sie sich unmäßig vermehrt, die Chinesen. Und danach musste man die Ein-Kind-Familie einführen. Ist traurig für das, auch für die ganze Sozialstruktur, aber es ging nicht anders. Also Deng Xiaoping hat täglich Ginseng gekriegt. Dann möchte man sagen, ja, alle Menschen, die so ein bisschen Kräftemangel haben, dann geben wir Ginseng, dann sind sie gesund. Und das ist eben leider nicht so. Die Amerikaner haben einen Versuch gemacht, einen Test. Da haben die 100 Versuchspersonen, haben sie ein Vierteljahr lang Ginseng gegeben. 3 Gramm am Tag, das ist eine ganz gute Dosis. Und von diesen Personen, die sind natürlich alle, waren ein bisschen vitalisiert, aber von denen haben 2/3 einen Bluthochdruck entwickelt. Warum? Weil der Ginseng, die Verordnung von Ginseng ist an ganz strenge Restriktionen gebunden. Ja, man darf keine sozusagen fehllaufenden inneren Energien haben, sonst werden die gefüttert. Nicht die Vitalenergie vom Menschen, sondern irgendwelche pathologischen Energien werden gefüttert. Und dann kriegt man Bluthochdruck. Das heißt, wir sind mit Ginseng furchtbar, furchtbar zurückhaltend. Also es kommt alle 4 Wochen einmal vor, höchstens, dass wir Ginseng verordnen, obwohl es eine tolle Sache ist. Und auch teuer, der gute Ginseng kostet eine Menge Geld nebenbei. Und die vielen Wässerchen, die man in der Drogerie kaufen kann, so Kräftigungswässerchen, so Tonika, die sind darum nicht gefährlich, weil der Ginseng so niedrig dosiert ist. Zum Glück. Da macht man damit nichts falsch. Aber 3 Gramm am Tag, das ist schon. Es gab hier in Geroldshofen, als wir hier angefangen haben, gab es einen Bauern, der hat Ginseng angebaut. Er hat uns immer gefragt, ob wir ihm das nicht abnehmen wollen. Und wir gesagt, nee, leider nicht. Und der hat dann aufgehört. Der hat nicht deswegen aufgehört, weil die Abnehmer gefehlt haben, sondern weil die ausländische Konkurrenz zu stark war. Also, man muss die chinesische Arzneitherapie verstehen, bevor man sie anwendet. Das ist ganz wichtig. Und da gibt es sehr viel zu lernen. Da muss man zum Beispiel erstmal die verschiedenen Arzneiklassen lernen. Die Chinesen beschreiben ja ungefähr 3000 Mittel, sehr präzise in ihrer Wirkung. In den zentralen Handbüchern, in den Provinzbüchern kommen noch mal ein paar tausend dazu. Ja, China ist ja kein Land, sondern ein Kontinent. Reicht von den tropischen Gebieten bis in die Trockensteppen des Nordens. Also, man muss diese, man kann nicht 3000 Arzneimittel lernen, aber man muss da einen Schatz, eine Auswahl treffen, die man dann einigermaßen beherrscht und muss auch wissen, was die Systematik der Kräuter bedeutet. Die sind ja in Gruppen eingeteilt. Zum Beispiel gibt es kühlende Mittel.
Die Chinesen orientieren sich nicht so sehr am Organbegriff in der Beschreibung der Mittelwirkung, sondern an qualitativen Begriffen, zum Beispiel an kalt und warm. Alle Kräuter sind beschrieben im Hinblick auf ihre kühlende oder wärmende Wirkung. Und zwar siebenstufig, stark wärmend, erhitzend bis stark kühlend. Und das sind Begriffe, die kann man, wenn man jetzt jemanden, wir suchen uns mal irgendeine Versuchsperson, am besten einen Studenten, der gesund ist, und dann geben wir dem mal eine wärmende Rezeptur. Und dann wird man merken, dass das mit Wärmen nicht nur die Temperaturempfindung angesprochen wird, mit wärmenden Mitteln, sondern alles, was mit Stoffwechselsteigerung, auch Steigerung der Wachheit, der geistigen Aktivität, damit gemeint ist. Das ist die Begriffe kalt und warm sind ja auch umgangssprachlich nicht nur auf die Temperaturempfindung bezogen. Wenn wir sagen, wir haben einen Warmblütler zum Beispiel bei den Pferden oder Kaltblütler, die haben alle 37 Grad, nehme ich mal an. Gemeint ist Temperament. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Bauern, der hat gesagt, nee, der Pferdemist, ein Freund wollte Pferdemist haben von dem, der ist zu warm. Damit meint er, der setzt sich zu schnell um. Den sollte er im Kompost tun, mit Pflanzen mischen, damit die Wärme ein bisschen reduziert wird. Also, wir meinen mit kalt und warm auch nicht nur Dinge, die sich um die Temperatur empfinden, sich wahrnehmen lassen. Wir meinen allgemeine Temperament und Stoffwechselqualität, solche Dinge. Und wenn jemandem ein frostiger Empfang bereitet wird, dann meint das natürlich eine Negativkommunikation, eine ablehnende, ein Isolieren. Und ein warmer Empfang, ein warmer, herzlich dann auch, und Herz kommt da auch wieder vor. Empfang bedeutet eben, dass hier positive Gefühle im Spiele sind und dass es hier um Verbindung geht. Um Kommunikation. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was ist denn ein cooler Typ? Ist der warm oder kalt? Was meinen Sie? Heiß. Heiß, würde ich auch sagen. Ein cooler Typ ist ein heißer Typ, oder? Das ist verrückt und das entspricht der Wirklichkeit, weil das oft ineinander umschlagen kann. Besonders kalt fühlt sich wie heiß an und umgekehrt. Und das kommt in der Medizin auch zum Ausdruck. Das sind dann schon die Abgründe der chinesischen Medizin. Also, bei Kältekrankheiten wird man in erster Linie wärmen und bei Hitzekrankheiten kühlen. Und dazu hat man eben, wie gesagt, einige tausend Möglichkeiten pflanzlicher, mineralischer und tierischer Natur. Denn die chinesischen Arzneimittel kommen aus allen Reichen der Natur. Für mich als Menschen, der lange mit Bakterien behandelt hat, ja, Symbioselenkung haben wir gemacht, also mit Darmbakterien, hat mich sehr überrascht zu sehen, dass in dem chinesischen Arzneimittelbuch ein Präparat beschrieben wird. Ich sage Ihnen mal, wie das hergestellt wird. Die Chinesen haben ja von nichts irgendwie Respekt, die benutzen alles. Also, sie nehmen einen Bambusrohr, zwischen zwei Knoten, schneiden sich das zurecht, höhlen das aus und tun dann geraspeltes Süßholz rein. Dann wird es mit Wachs verschlossen. Und dann versenken sie das ein halbes Jahr in Latrinenkot. Und dann holen sie es raus, waschen es, holen das Pulver wieder raus, trocknen es an der Sonne und dann haben sie ein Präparat, womit sie Störungen, sagen wir mal, zum Beispiel Darmentzündung, Darminfektionen behandeln. Und dieses Präparat entspricht meiner Ansicht nach ziemlich gut dem Mittel Prosymbiflor, was hier bei uns auch verkauft wird, als Entschlackungsmittel im Rahmen der Symbioselenkung. Wie sind die Chinesen auf sowas gekommen? Vor 2000 Jahren.
Das ist eine Frage, die einen immer wieder beschäftigt, wenn man zum Beispiel ans Aconit denkt. Aconit ist ja tödlich giftig, wie Sie alle wissen. Eisenhut kann man zum Vergiften benutzen. Und die Chinesen benutzen diese Aconit-Wurzel in therapeutischer Absicht. Und zwar nicht wie die Homöopathen, die machen es natürlich schlau. Die geben das so hoch verdünnt, dass man keine Angst haben muss. Chinesen können diese Aconit-Wurzel entgiften. Und das machen sie, war mal in so einer Fabrik in Sichuan, wo man dann zugucken konnte, wie das gemacht wurde. Die wird also gekocht und zerschnitten und kommt in verschiedene mineralische Bäder rein, in so langen Bottichen. Und danach ist der gefährliche Stoff, das Aconitin, ist dann draußen. Aber das, was die Wirksamkeit bedingt, ist noch drin. Die haben die Chinesen das rausgefunden, die konnten da keine Menschenversuche machen. Und dann so lange an dem da rumexperimentieren, bis die Leute nicht mehr gestorben sind. Das geht ja wohl nicht. Die müssen irgendeinen Sinn gehabt haben für den Geist der Pflanzen sozusagen, dass sie gesagt haben, die und die Mineralien als Bad genommen, die reinigen das, die bringen das raus. Denn die Chinesen waren ungeheure Beobachter. Der Leibniz war ja einer unserer großen Philosophen, war ja sehr, sehr engagiert im Erfahrungsaustausch und wissenschaftlichen Austausch mit China um 1700. Und hat auch die Jesuiten, die da in China am Hof tätig waren, hat er auch ständig mit korrespondiert und wollte das wissen und das wissen, das wissen. Und war interessiert an einem echten Wissenschaftsaustausch zwischen Europa und China. Denn die Europäer, wie Leibniz damals, hatten das Gefühl, das ist eine Kultur, die ist uns in mancher Hinsicht überlegen. Und der Leibniz hat das genau formuliert, hat gesagt, die Chinesen sind uns überlegen im Beobachten und wir sind überlegen im Rechnen. Und das hat gestimmt, denn die Jesuiten am Kaiserhof in Peking, die haben konkurriert in der Berechnung von Sonnenfinsternissen mit den chinesischen Wissenschaftlern und die Jesuiten waren immer eine halbe Stunde besser. Was sehr viel ist, ja? Denn diese Daten, wann kommt eine Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, die waren ja auch in ritueller Hinsicht ganz wichtig. Da musste der Kaiser dann irgendwelche großartigen Sachen machen. Wenn Sonnenfinsternis war zum Beispiel, aber war es gut, dass man Jesuiten hatte, also europäische Physiker sozusagen, die sowas besser konnten als die Chinesen. Aber die Pflanzen durchschauen in ihrer Heilwirkung und damit so experimentieren, dass man die zu Heilzwecken benutzen konnte und auch bearbeiten konnte. Zum Beispiel die Remanja-Wurzel ist ganz kalt in der Wirkung und befeuchtend. Und wenn man die 9-mal hintereinander in Alkohol einweicht und an der Sonne trocknet und das wiederholt 9-mal, dann ist sie nicht mehr kalt, sondern ist sie warm und ist das stärkste blutaufbauende Mittel, was es überhaupt gibt. Also danach kommt dann natürlich jetzt irgendwie ein tierisches, also jetzt von den Pflanzen, das stärkste blutaufbauende Mittel. Das kriegen die dadurch hin, dass sie 9-mal und wenn man es nur 8-mal macht, funktioniert es nicht. Wie kann man auf sowas kommen? Das ist schon verrückt. Also, die chinesische Arzneitherapie befähigt uns hier im Hause, schwere chronische Krankheiten zu behandeln. Akupunktur und Körpertherapien hätten allein dazu nicht gereicht. Und dazu brauchen wir Ärzte, die das lernen. Und das ist ein ganz langer Weg. Wir sagen immer 3 Jahre bei uns braucht man, bis man einigermaßen auf eigenen Füßen stehen kann. Jetzt aber zur Realität der Therapie. Alle Kolleginnen und Kollegen, die mit diesen Methoden arbeiten, behandeln schwer chronisch kranke Menschen. Und das bedeutet, sie müssen was von Schulmedizin verstehen. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens hilft die schulmedizinische Diagnostik auch, den chinesischen Aspekt der Krankheit besser zu verstehen. Wenn jemand nicht mehr laufen kann, ist es gut, wenn ich weiß, da sind die Arterien verstopft und die Nerven sind gesund, er hat keine Polyneuropathie. Und das kriegt die Schulmedizin am besten raus. Ja, die kann gucken, sind die Arterien verstopft oder nicht.
und sind die Nervenströme okay oder nicht okay. Und das hilft uns für die chinesische Behandlung, weil die Chinesisch auch unterschiedlich behandelt werden. Das ist der erste Grund, warum wir Schulmedizin gut kennen müssen. Der zweite Grund ist, die Leute sind ja alle vorbehandelt, die zu uns kommen. Alle Patienten, die zu uns kommen, sind vorbehandelt. Und die nehmen oft eine ganze Menge Medikamente. Und von diesen Medikamenten ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Dosis zu reduzieren oder sie abzusetzen. Und das kann man nur machen, wenn man genau weiß, wie die Reichweite ist, wie wichtig sie, ob sie lebensnotwendig sind oder nicht. Und auch dazu muss man Schulmedizin können. Und das Dritte sind dann irgendwelche problematischen Verläufe in der Therapie oder hier im Hause. Und dazu muss man genau wissen, wann beginnt die Stunde der Schulmedizin. Denn was wir hier machen und was alle Kollegen machen, die jetzt ernsthaft chinesische Medizin betreiben, ist eine Komplementärmedizin oder integrative Medizin. Immer eine Kombination. Wer schwer kranke Leute behandelt will, ohne Zuhilfenahme der Schulmedizin, der ist vielleicht ein Zauberer oder sowas. Aber als wissenschaftlich orientierter, nüchterner Arzt braucht man beides. Und die chinesische Medizin hilft uns dabei, bestimmte Krankheiten zu behandeln, die die Schulmedizin nicht kann. Polyneuropathie ist ein schönes Beispiel. Zweitens, Krankheiten so zu behandeln, dass die Behandlung nachhaltiger ist. Das ist nicht die Nachhaltigkeit ist nicht die Stärke unserer Kultur. Und eben einfach auch problematische Mittel wegzulassen, also nebenwirkungsbehaftete Mittel, das hilft uns auch die chinesische Medizin dazu. Aber man muss, wie gesagt, beides können und muss die Reichweite von beidem können. Und die Reichweite der Schulmedizin begreift ein Schulmediziner schlechter als jemand, der von einer äußeren Position reinkommt. Und das ist ein großes Plus. Darum könnten wir eigentlich den Schulmedizinern genau sagen, was sie Gutes machen und nicht Gutes machen. Ja, sie sind ja unverzichtbar, das ist ja keine Frage. Aber an vielen Stellen kann man von vornherein sagen, das Konzept ist nicht gut. Und in der Schulmedizin sagt das niemand, weil die eine ganz bestimmte systematische Scheuklappen haben. Und deswegen wünsche ich mir immer einen Austausch mit Schulmedizinern, sozusagen von gleich zu gleich. Und das gelingt uns nicht leicht, weil die Schulmediziner, mit denen man spricht, die neigen zu der Meinung, die chinesische Medizin kann nichts taugen, sonst würde ich sie ja kennen. Das ist eine schöne Logik, aber führt nicht wirklich weiter. Und darum werben wir auch darum, dass wir da dass wir Gesprächspartner finden für diese Kommunikation. Und der Begriff integrative Medizin meint ja eigentlich, dass beide gleichberechtigt am Tisch sitzen und sich austauschen über Krankheiten und über Patienten und Diagnosen und so weiter. Und dann zu einer gemeinsamen Lösung finden. Da haben wir es aber leichter, weil wir die Schulmedizin auch kennen. Und die Schulmediziner können uns nicht sagen, ja, es gibt, dann macht er doch mal einen chinesischen Therapieansätzen bei diesen Patienten mit Darmentzündung oder so. Im Gegenteil. Also da ist ein weites Feld und ich wünsche mir, dass das im Laufe der Zeit besser wird. Ich denke, dass die Schulmediziner zum großen Teil auch vom hohen Ross runterkommen jetzt. Und dass zum Beispiel Akupunktur war da eigentlich der Eisbrecher. Akupunktur ist ja inzwischen auch bei Schulmedizinern doch ziemlich anerkannt, denke ich. So, ich denke, wir sind jetzt am Ende und ich würde jetzt einfach schließen, jetzt praktisch mittendrin. Das ist kein runder Abschluss, aber ein Abschluss, den die Zeit uns vorschreibt, damit noch Gelegenheit ist zum Fragen stellen. Ich habe jetzt so viele Themen gestreift, dass es natürlich schön wäre, wenn ich wüsste, in welche Richtung man das noch im Augenblick vertiefen könnte.